Hallöchen, meine Lieben! Heute gibt es mal wieder, wie ihr schon gesehen habt, ein Rebuy-Paket, das bei mir eingetroffen ist und das ich mit euch auspacken möchte. Es ist ziemlich schwer und wie immer bin ich wieder sehr gespannt, was ich jetzt wirklich da in den Warenkorb reinhabe und was nicht, denn irgendwie kann ich mir selber dann nicht mehr so richtig vertrauen. Sobald ich das Ganze auf Bezahlen und Kaufen geklickt habe, ist das irgendwie wieder aus meinem Hirn weg und ja, trotzdem freue ich mich dann umso mehr, wenn ich dann das Ganze auspacken darf und gleich euch zeigen kann. Das Ganze ist offen, sieht von außen folgendermaßen, von oben folgendermaßen aus und ja, ich würde sagen, wir starten. Das Erste, was mir entgegenblitzt, ist nichts, was mit Büchern zu tun hat, denn das Ganze handelt sich um Suits, eine Serie, und zwar die erste Staffel. Ich bin mir sicher, ob mir das Ganze gefällt, beziehungsweise mir und meinem Freund, und deswegen bin ich sehr gespannt darauf und wir wollten es mal ausprobieren, deswegen über Rebuy. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, das muss ich nochmal nachgucken, in welchem Format bzw. welcher Ausgabe ich das hier bestellt habe. Es dreht sich aber auf jeden Fall um Jason F. Wright, die Mittwochsbriefe. Denn ich habe das Weihnachtsglas vom gleichen Autor gelesen und war begeistert davon, deswegen ja, musste das hier quasi einziehen, denn auf den Schreibstil und auf diese Geschichte freue ich mich sehr. Genau, richtig. War schon wieder weg, was ich da wusste über das Buch. Und zwar entdecken die Kinder Briefe ihrer Eltern im Keller, die sie sich regelmäßig geschrieben haben. Und die wohl ja voller Gefühl sein sollen, aber auch ein gewisses Geheimnis verbergen bzw. dann offenbaren. Ja. Klingt sehr, sehr schön. Dann von Lea Singer, Konzert für die linke Hand. Eine Romanbiografie über Paul Wittgenstein. Und zwar hat dieser Pianist seinen rechten Arm im Ersten Weltkrieg verloren und spielt daraufhin trotzdem weiter, aber eben nur mit der linken Hand. Und wie hier hinten draufsteht, hat Maurice Ravel ein Konzert in D-Dur für die linke Hand geschrieben, Richard Strauss und so weiter, haben für ihn komponiert. Und das finde ich sehr spannend, denn vielleicht habe ich es schon mal erwähnt, dass ich seit letzten Oktober ja, begonnen habe, Klavier zu spielen bzw. zu lernen und da interessiert mich das natürlich umso mehr. Von Michael Wall, Grundgütiger, hat mich erreicht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer mir das empfohlen hat, aber ich wurde auf BookTube da damit angefixt und ja, ich glaube, es geht so ein bisschen um so ein Hotel oder was da jemand erlebt in diesem Hotel. Ganz genau weiß ich es nicht mehr und ich habe gerade richtig geschaut, es ist echt dünn. Hätte ich nicht gedacht, ich habe es irgendwie gedacht, hätte so um die 300 Seiten. Aber gut, vielleicht kann es mich ja auch mit seinen wenigen Seiten sehr gut überzeugen. So, von Kathleen McMahon, Liebe im Zeichen des Nordlichts, hat mich erreicht in einer gebundenen Ausgabe mit Lesebändchen. Da freue ich mich ja ganz besonders drüber. Geht um Irland und irgendwie kommt da ein, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ein 30- oder 50-jähriger Mann zurück und sucht nach den Wurzeln, nach seinen Wurzeln in diesem Land. Ja, ich glaube, das ist auch ein Buch von den Empfehlungen von Cossi, das hinten drin liegt in ihren Reading Notes und ja, allein das ist schon ein Grund dafür, das Ganze lesen zu wollen. Okay, eine ganz andere Ausgabe, als ich erwartet habe, von Mitch Albom, Dienstags bei Marie, die Lehre eines Lebens. Ja, hatte ich jetzt, wie gesagt, eine ganz andere Ausgabe im Sinn. Wenn ich sie finde, blende ich sie euch mal ein. Es geht dabei um einen Journalisten, ja, um einen Journalisten, nämlich den Autor Mitch Albom, der jeden Dienstag bei einem Sterbenden verbringt und von ihm ja Weisheiten, Trost gespendet kriegt und das Ganze wohl hier drin verpackt. Ich bin sehr gespannt, ob das Ganze ein bisschen vielleicht in die Richtung von
Last Lecture geht von Randy Pausch oder ob das etwas ganz anderes ist. So, das hier gefällt mir so gar nicht in seinem Zustand. Valerie Wielen, nur mit deinen Augen heißt das Ganze, denn es ist ja foliert, aber nicht sehr gut und professionell gemacht. Ich habe selbst schon Bücher foliert, deswegen weiß ich, worauf man da achten muss und was da gut ausschaut. Hier hinten am Rücken drückt sich nämlich die Folie weg. Und das Ganze hat hier oben noch Liebe dran stehen. Heißt, es wurde anscheinend aussortiert aus einer Bibliothek oder dergleichen. Finde ich nicht in Ordnung. Es sieht auch sehr zerlesen aus. Ja, ich gucke nochmal nach, welchen Zustand ich da bestellt hatte, aber finde ich nicht so gut, dass es mich so erreicht. Worum geht's? Soweit ich weiß, um ein Au-pair-Mädchen, das in Venedig anfängt. Ich glaube nicht begeistert ist mit ihrer Stelle, denn sie muss viel im Haushalt tun und trifft dann dort eben in einer fremden Stadt auf einen Herrn. Genau, nachts. Ja, nachts trifft sie auf den Amerikaner und erkundet mit ihm Venedig. Finde ich prinzipiell sehr spannend, aber wie gesagt, in der Ausgabe jetzt so nicht in Ordnung. Dann ein sehr schönes Hardcover-Exemplar, wie ich finde, jedenfalls vom Cover von Antonia Michaelis, das Institut der letzten Wünsche. Das hat mich schon seit Erscheinen angesprochen und ich finde es sehr, sehr schön, sich zu überlegen, okay, da gibt es Leute, da gibt es jemanden, der kümmert sich darum, dass einem der letzte Wunsch erfüllt wird. Ja, das finde ich, hat schon fast etwas Magisches an sich und da freue ich mich riesig drüber, dass ich das jetzt habe und auch noch in der Hardcover-Version, denn ich denke, irgendwann wird das auch das Ganze auch als Taschenbuch erscheinen, aber es ist irgendwie, ja, das hat mich schon so gefangen genommen einfach, dass ich das sehr gerne als Hardcover auch hier bei mir stehen habe. Dann von Rainer Griese, Lesen ohne Worte. Das Ganze ist dicker, als ich erwartet habe und ja, ist wirklich vollkommen ohne Worte, denn die einzigen Worte, die ich jetzt gesehen habe, sind vor allem die auf dem Cover und im Impressum, aber der Rest sind alles Bilder. Und ich bin schon sehr gespannt, da jede Seite zu erkunden, zu entdecken. Vielleicht inspirieren sie auch zum ein oder anderen Foto oder zur ein oder anderen, ja, weiß ich nicht, Leseidee oder Gestaltung. Ja, ich bin bisher ganz fasziniert von den Bildern und sage euch aber auf jeden Fall Bescheid, wenn ich es gelesen habe. Von Paul Maar, Lippels Traum. Das Ganze ist, soweit ich weiß, nahezu sowas wie ein Kinderklassiker und ich kenne ihn nicht, deswegen möchte ich das ändern. Und zwar geht es wohl um den kleinen Paul. Stimmt das überhaupt? Nee, er ist Lippel. Es ist ja auch Lippels Traum, oh Gott. Also es geht um Lippel und dem seine Eltern verreisen. Er wird allein gelassen und ja, er hat dann auch nicht mehr die Möglichkeit, in seinem Buch weiterzulesen, Geschichten über das Morgenland, und spinnt daraufhin seine Geschichten, also die Geschichte weiter und taucht wohl richtig ein in diese nächtlichen Abenteuer, die für mich fast schon märchenhaft in Richtung Scheherazade natürlich klingen, und ich bin sehr gespannt. So, diese Ausgabe überrascht mich ebenfalls, denn es ist auch eine ganz andere als die, die ich erwartet habe. Das zweite Buch von Mitch Albom, das ich bestellt habe, nur aufgrund dessen, also ich bin nur darauf gestoßen, über Dienstags bei Marie, und zwar die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen. Ja, es soll wohl ein sehr philosophisch-poetischer Roman sein, und als Eddie ums Leben kommt, kommt er ins Jenseits und trifft dort auf die fünf Menschen, die die entscheidende Rolle in seinem Leben gespielt haben. Und das soll wohl sehr interessant sein, wer das dann genau ist und manchmal Menschen, die man vielleicht nicht unbedingt da erwartet. So, wiederum etwas ganz Dünnes von David Foster Wallace. Das hier ist Wasser, this is water. Anstiftung zum Denken heißt das Ganze. Und zwar ist das auch wieder richtig, richtig dünn. Aber ich habe mir gedacht, das kann ich mir auch gebraucht bestellen, weil es eben gerade so dünn ist. Und muss es nicht unbedingt ja, neu kaufen für entsprechenden Wert. Das Ganze ist wohl eine Rede von David Foster Wallace, die hier abgedruckt ist über ein sinnvolles Leben. Und ja, ich bin sehr gespannt, denn
Das interessiert mich schon, was er da zu sagen hatte. Wir haben es fast geschafft, und zwar ist noch drin von Christos Tsiolkas nur eine Ohrfeige. Das Ganze wurde mir von meiner lieben Kollegin Kirsten im Buchhandel empfohlen. Und sie hat gesagt, das muss man unbedingt lesen, weil es sehr gut geschrieben ist, was sich alles da entspinnen kann aus einer einzigen Handlung auf einer Gartenparty, glaube ich, war das. Und zwar wird da einem Dreijährigen eine Ohrfeige verpasst. Was das alles für Auswirkungen hat auf die Leben der Umstehenden, soll wohl in diesem Buch hier klar betrachtet werden. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Und weil ich es noch nicht oft genug gesagt habe, auf das Buch bin ich natürlich ebenso gespannt. Trixi von Bülow. Ich wünsche mir, dass endlich mal was Schönes passiert. Und zwar ist das wohl eine Fritzi, heißt sie. Sie ist, hinten drauf steht, eine Heldin des Alltags mit überzogenem Bankkonto. Wünscht sich wohl, sie wäre Grace Kelly und würde und träumt von Nizza, lebt aber in Köln. Und ja, wünscht sich eben, dass mal was Schönes passiert. Also ein Stück weit um eine Geschichte mitten aus dem Leben, die nach dem Glück sucht oder vielleicht auch das Glück findet oder Wege dahin aufzeigt. So, das sind die 14 Dinge, die in meinem Rebuy-Paket drin waren. Wie ich schon zwischendurch erwähnt habe, ich werde nicht alles davon behalten. Ich werde mir alles nochmal genauestens anschauen und dann schauen, was ich und wie ich zurückschicke. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich so bestellt habe. Das sind auch vor allem alles Dinge, die jetzt eher weniger im Fokus sind und auch eher älter schon sind. Trotzdem vielleicht das ein oder andere Spannende für euch dabei, was ihr vielleicht schon mal entdeckt habt, vielleicht wieder aus den Augen verloren habt oder was ihr jetzt erst entdeckt habt, weil ich es euch gezeigt habe. Gut, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!